Ja, der nächste Vortrag, den gibt es von Volker Grasmuck aus unserem, aus unserem Vorstand. Tatsache hinter dir. Hallo, hallo. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch alle da draußen an den Bildschirmen. Und bin, das sieht alles gut aus, die Upload-Filter. Das ist ein absolutes Dauerthema. Und es wird Zeit, mal wieder zu berichten, wo wir stehen und was die Zukunft bringen wird. Doch zunächst ein kleiner Rückblick in die Vergangenheit. Die vorherige Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft, Information Society, war die InfoSoc-Richtlinie, 2001 in Kraft getreten. Die stand 2015 turnusmäßig zur Überprüfung an. Die wird durchgeführt durch den Rechtsausschuss des Europaparlaments, den JURI, damals unter Federführung von Julia Redder. 2016 hat dann die Kommission unter Kommissar Günther Oettinger den ersten Entwurf der neuen Urheberrechtsrichtlinie vorgelegt, der Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, Digital Single Market, deshalb DSM-Richtlinie. Die ist dann in den folgenden 4 Jahren zwischen Kommission und Parlament und Rat hin und her gegangen, ausgehandelt worden und schließlich im April 2019 verabschiedet worden. Ein Blick zurück auf die E-Commerce-Richtlinie von 2000, die ist hier relevant, die sagt 2 wichtige Dinge, nämlich einmal, ein Hoster, also eine Plattform für Nutzer-Uploads, ist nicht haftbar für diese Uploads der Nutzer, solange sie ein Notice and Takedown befolgen, also auf einen Hinweis, meinetwegen von Rechteinhabern oder anderen hin, Inhalte überprüfen und dann gegebenenfalls runternehmen. Diese Regelung ist in der DSM-Richtlinie aufgehoben worden, denn da geht es ja genau darum, die Plattformen haftbar zu machen. Der zweite zentrale Punkt aus der E-Commerce-Richtlinie ist ein Verbot einer allgemeinen Überwachungspflicht. Das richtet sich an die Mitgliedstaaten, die dürfen also keine nationalen Gesetze erlassen, um Plattformen Upload-Filter vorzuschreiben. Dieses Verbot ist von der DSM-Richtlinie bestätigt worden. Um jetzt allerdings die Upload-Filter, die da drin stehen, damit kompatibel zu machen, findet gerade eine Diskussion statt über den Unterschied zwischen allgemeiner und spezieller Überwachung. Mit der Verabschiedung im April 2019 haben eine ganze Reihe Länder Erklärungen abgegeben, und zwar die Länder, die der Richtlinie nicht zugestimmt haben, und die haben dann erklärt, warum sie das nicht getan haben. Einzige Ausnahme war Deutschland, das der Richtlinie zugestimmt hat und in der Erklärung gesagt hat, ja, aber. Wir wollen, da stehen zwar Upload-Filter drin, wir wollen sie aber weitgehend unnötig machen. Und das ist natürlich auch im Sinne des Koalitionsvertrages gewesen und auch der Erklärungen der Regierungsparteien, die nach Verabschiedung der Richtlinie dann erfolgt sind. Polen hat auch reagiert, nämlich Polen hat vom Europäischen Gerichtshof, dem EuGH, gegen Artikel 17 geklagt. Das sei nicht mit dem Grundrecht der Meinungsfreiheit vereinbar. Ihr erinnert euch alle noch zum Höhepunkt kurz vor der Verabschiedung, die größten Proteste, die es je gegeben hat gegen ein EU-Gesetz, haben wir auf die Beine gestellt. Das ist lange her, aber möglicherweise wird das wieder aktualisiert. Aber zunächst zum Artikel 17. Ich werde nicht über andere Punkte der DSM-Richtlinie sprechen, sondern ausschließlich über Artikel 17. Der ist mit 10 Absätzen schon ziemlich komplex, umfasst aber im Kern 2 Punkte, nämlich einerseits die Upload-Filter und andererseits die Nutzerrechte. Und das ist auch genau der Zielkonflikt dieser Regulierung.
Uploadfilter sind das, was die Rechteindustrie von Anfang an aus dieser Richtlinie wollte. Das Europaparlament hat dann gesagt, die kriegt ihr nur, wenn auch die Nutzerrechte gesichert sind. Und das besagt dann, also zunächst sagt Artikel 17, die Plattformen kommunizieren die Uploads ihrer Nutzer an die Öffentlichkeit und sind deshalb haftbar und müssen Lizenzen einholen. Bekommen sie keine Lizenzen, entgehen sie dieser Haftung, wenn sie nach Absatz 4a alle Anstrengungen nachweisen können, Erlaubnisse einzuholen. Das klingt sehr einfach, ist aber in sich bereits eine sehr komplizierte und schwer in die Praxis umzusetzende Regelung. Dann geht es weiter, B, also sie entgehen der Haftung, wenn sie die Unverfügbarkeit bestimmter Werke sicherstellen, die ihnen von den Rechteinhabern gemeldet worden sind. Und schließlich C, das klassische Notice and Takedown, das hier aber ergänzt wird um die Verpflichtung, auch das künftige Hochladen dieses gemeldeten Werkes zu verhindern. Und B und C sind die Upload-Filter. Also eine solche Unverfügbarkeit ist bei 500 Stunden Video, die jede Minute auf YouTube hochgeladen wird, nicht ohne algorithmische Upload-Filter zu realisieren. Auf die Probleme der Upload-Filter gehe ich jetzt nicht näher ein. Also die Probleme mit den technischen Fehlern, mit dem systemischen Overblocking. Dazu findet ihr Informationen in der Broschüre von Elisabeth Niekrenz und auch weitere Materialien auf unserer Website. Wichtig ist hier nochmal zu erwähnen, dass es natürlich auch vorher schon Upload-Filter gegeben hat, Content-ID von Google seit 2007. Was hier passiert ist, dass sie zum ersten Mal rechtlich vorgeschrieben werden. In allen anderen Online-Gesetzen, die die EU seither erlassen hat, ob es jetzt um Terror geht, ob es um Kinderpornografie geht und so weiter, hat die Regelung aus der E-Commerce-Richtlinie Bestand gehalten. Erstmals hier im Urheberrecht ist der Damm gebrochen und Upload-Filter sind rechtlich vorgeschrieben werden. Schauen wir uns nun die andere Seite an, die Nutzerrechte. Hier heißt es in Absatz 7, Upload-Filter dürfen nicht bewirken, dass Werke, die nicht gegen Urheberrechte verstoßen, nicht verfügbar sind. Und nochmal stärker, die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass alle Nutzer in jedem Mitgliedstaat auf jede der folgenden rechtlichen Erlaubnisse zugreifen können, sich stützen können. Zitat, Kritik, Rezension, Karikatur, Parodie und Pastiche. Und das nicht etwa, wenn es gerade passt, wenn es nicht allzu viel Mühe macht, sondern hier steht, legale Uploads dürfen nicht gesperrt werden, Punkt. Mehr noch, die Richtlinie macht die gesetzlichen Erlaubnisse, die in der Infosorg-Richtlinie optional sind, das ist also eine abgeschlossene Liste, aus der die Mitgliedsländer sich aussuchen können, was sie in nationales Recht umsetzen, die DSM-Richtlinie macht nun diese Schrankenbestimmungen unionsweit verpflichtend und sogar zu einklagbaren Rechten. Und noch einmal, das Europaparlament hätte ohne diese starken Sicherungen die Richtlinie nicht verabschiedet. Die DSM-Richtlinie ist handwerklich lausig gemacht, ein Flickenteppich, der vieles im Unklaren lässt. Insbesondere natürlich, wie dieser Kreis quadriert werden kann. Dazu schreibt die Richtlinie selbst in Absatz 10 vor, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten Dialoge zwischen den Interessenträgern, das ist das deutsche Wort für Stakeholder, durchführen, um zu erörtern, wie solche Upload-Filter in der Praxis aussehen könnten. Daraus soll dann die Kommission Leitlinien für die Mitgliedstaaten erstellen, wie diese Artikel 17 umzusetzen haben. Diese Stakeholder-Dialoge sind im Oktober 2019 gestartet. Die DigiGES als Mitglied von EDRI hat sich aktiv daran beteiligt. Man sieht ja auch, in Absatz 10 wird vorgeschrieben, dass die Plattformen insbesondere den Nutzerorganisationen im Rahmen dieser Dialoge Informationen geben sollen, wie denn die Upload-Filter funktionieren.
Das haben wir in Brüssel durchaus auch mit Unterstützung der Kommission, die auch an diesen Daten interessiert war, gefordert, allerdings ohne Erfolg. Google hat danach tatsächlich seinen öffentlichen Bericht über Inhaltemoderation komplett umgemodelt und hier auch weitere aktuelle Zahlen veröffentlicht. Insgesamt ist das aber Datensand, der uns da in Brüssel in die Augen gestreut worden sind, denn alle entscheidenden Fragen für die Bewertung von Upload-Filtern sind darin nicht beantwortet worden. Es hätte einen abschließenden Stakeholder-Dialog im März 2020 geben sollen, der ist aber wegen Corona ausgefallen und die Kommission hat sich dann entschieden, eine schriftliche Konsultation zu diesen Fragen durchzuführen. Das ist im September passiert und wie gesagt, im Februar, für diesen Monat ist angekündigt, dass die Kommission dann ihre Leitlinien vorlegt und am 7. Juni 2021 tritt die DSM-Richtlinie in Kraft. Bis dahin müsste sie eigentlich in allen Mitgliedsländern umgesetzt sein. Ob das passiert, ist allerdings offen. Wie sieht es mit der nationalen Umsetzung aus? Ohne die Leitlinien der Kommission abzuwarten, haben einige Mitgliedsländer bereits angefangen mit der Umsetzung. Zwei hatten es besonders eilig, nämlich die Niederlande, die bereits im Juni 2019 die Konsultation zu ihrem ersten Entwurf durchgeführt haben. Und Frankreich, das hat zunächst mal nur das Presseleistungsschutzrecht aus der DSM-Richtlinie im September umgesetzt und im Oktober bereits in Kraft gesetzt. Für den Rest gab es dann den ersten Entwurf im Dezember, einschließlich Artikel 17. Frankreich war Hauptbefürworter von Artikel 17, die Niederlande einer seiner vehementesten Gegner. Dafür sehen die Entwürfe dieser beiden Länder verblüffend ähnlich aus. Beide setzen die Richtlinie fast wörtlich um, ohne sich auch nur die geringste Mühe zu geben, die Leerstellen einzufüllen. Und vor allem, beide ignorieren komplett die Sicherung der Nutzerrechte. Die Argumentation hier ist, der nachträgliche Beschwerdemechanismus aus der Richtlinie, den beide Länder umsetzen, der sei ausreichend, um die Anforderungen der Richtlinien zu erfüllen. Dazu hat die Kommission und auch der Europäische Gerichtshof bereits signalisiert, das ist keine richtlinienkonforme Umsetzung. In Deutschland übernahm Christine Lambrecht, SPD, im Juni 2019 das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz und startete noch im selben Monat eine erste allgemeine Konsultation. Es folgte ein zweistufiger Diskussionsentwurf, der Artikel 17 nicht etwa ins Urheberrechtsgesetz umsetzt, sondern ein neues Stammgesetz aufmacht, das Urheberrechtsdiensteanbietergesetz, kurz URDAG. Dieser Entwurf ist keine wortgetreue selektive Minimalumsetzung, sondern sehr bemüht, Artikel 17 in eine deutlich aufgeräumtere, systematische Reform zu bringen, die Leerstellen praxistauglich einzufüllen und die Nutzerrechte so stark wie möglich zu machen. Dieser Entwurf geht von der Existenz von Upload-Filtern aus und will ihren Schaden so gering wie möglich halten. Wir erinnern uns, Axel Voss und andere haben ja bis zum Schluss bestritten, dass Upload-Filter überhaupt in dieser Richtlinie stünden. Und dieses Ignorieren ist natürlich keine besonders kluge Strategie, um etwas so Gefährliches wie Upload-Filter zu regulieren. Genau das hat das Bundesjustizministerium in seinem Entwurf versucht. Das führt dann allerdings dazu, dass das URDAG vollständig um Filter herum aufgebaut ist. Auch die von uns lange geforderte Bagatellschranke für Nutzerkreativität wie Memes ist in Form von Schwellenwerten formuliert, unterhalb derer Filter nicht anschlagen dürfen. Das sind also Werte wie 20 Sekunden Video ist zulässig, 20 Sekunden Audio, 1000 Wörter Text. Also alles Werte, die Plattformen unmittelbar in ihre Upload-Filter implementieren können. Das Preflagging
mit dem Nutzer Uploads als erlaubt kennzeichnen können, was dann dazu führt, dass die Filter nicht anschlagen dürfen, wurde im folgenden Referentenentwurf vom Oktober ergänzt um ein Pre-Checking-Verfahren. Das führt dazu, dass schon beim Upload der Nutzerinnen angezeigt wird, dass ein Sperrverlangen vorliegt. Und erst dann muss sie gegebenenfalls ihre Nutzung als erlaubt markieren, um damit die Sperrung zu verhindern. Seither im November und im Januar sind weitere mögliche Vorstufen eines Regierungsentwurfs geleakt. Daraus drei Punkte, um zu sehen, in welche Richtung die Entwürfe sich weiterentwickeln. Es gab eine große Kritik, eine Gefahr wurde heraufbeschworen, dass nach Inkrafttreten dieses Gesetzes es zu einer Massenlöschung von bereits hochgeladenen Materialien kommt. Um das zu verhindern, sieht der letzte öffentliche Entwurf vor, dass Nutzer in einem solchen Fall erst eine Mitteilung bekommen und dann 48 Stunden Zeit haben, um ihre Uploads, die bereits auf der Plattform liegen, nachträglich zu kennzeichnen. Die Bagatellschwellen sollen gesenkt werden. Das ist deutlich bereits Auswirkung der Kampagnen der Rechteindustrie auf 15 Sekunden Video und Audio und auf 100 Zeichen Text. Also statt 1000 Zeichen, die gesetzlich erlaubt sein sollen, als Zitat in dieser Bagatellschranke, geht es jetzt runter auf 160 Zeichen, also das ist weniger als ein Tweet. Schließlich wird eine neue Kategorie von vertrauenswürdigen Rechteinhabern vorgesehen, die die Sperrung von Inhalten erzwingen können sollen. Im Augenblick hängt die Abstimmung im Kabinett, vor allen Dingen am Widerstand der Unionsparteien, vor allen Dingen wohl wegen dem Urhebervertragsrecht, also nicht wegen Artikel 17. Wir rechnen täglich damit, dass sich da etwas bewegt. Heute kam die Information, dass morgen diese Vorlage wieder auf der Tagesordnung der Kabinettssitzung steht. Das war aber schon einige Male seit Beginn Januar der Fall. Also damit ist noch nicht gesagt, dass der Entwurf dann zum Regierungsentwurf wird, dass sich das Kabinett einigt. Passiert das nicht in relativ kurzer Zeit, vielleicht 2 oder 3 Wochen, dann ist absehbar, dass dieses Gesetz nicht mehr vor der Bundestagswahl beschlossen werden kann. Unterdessen hat natürlich die Rechteindustrie ihre Kampagne wieder hochgefahren. Upload-Filter, von denen spricht selbst der Europäische Gerichtshof, werden hier als propagandistischer Kampfbegriff hingestellt. Die deutsche Umsetzung widerspreche den eigentlichen Absichten, dem Geist der Richtlinie. Es ist von einem deutschen Sonderweg die Rede. Die Bagatellschranke wird als 1000-Zeichen-Enthauptung hingestellt, als Lizenz zum Raubüberfall. Auch Günther Oettinger, der vom Kommissar zum Lobbyisten gewandelt ist, mischt bei der Umsetzung seiner von ihm auf den Weg gebrachten Richtlinie inzwischen mächtig mit, wie man hier sieht. Wo stehen wir? Dafür ist noch ein weiterer nationaler Entwurf relevant, nämlich der von Finnland. Der ist im Dezember erschienen und sieht keine automatisierten Sperrungen vor. Das Modell hier ist, erkennt der Filter ein gemeldetes Werk, informiert er erstmal den Rechteinhaber darüber. Der kann dann ein begründetes Sperrersuchen schicken und natürlich wird auch der Nutzer informiert über seine Beschwerdemöglichkeiten gegen diese Sperrung. Die entscheidende Frage, um die es hier geht, ist, werden Nutzerrechte im Vorhinein oder erst im Nachhinein geschützt? Und wir haben jetzt drei Modelle, nämlich Frankreich. Da gilt, strittige Uploads werden gesperrt, Nutzer können sich nachträglich beschweren. Wir haben das Modell aus Finnland, hier werden strittige Uploads erstmal veröffentlicht und Rechteinhaber können dann nachträglich eine Sperrung fordern. Deutschland ist so ein Mittelmodell. Hier werden Upload-Filter mit Pre-Flagging, Pre-Checking und den Bagatellschwellen weitestgehend eingeschränkt. In Frankreich übrigens ist Axel Voss beteiligt an einer Studie, die beweisen soll, dass der Beschwerdemechanismus im Nachhinein ausreiche, um die Auflagen der Richtlinie zu erfüllen.
Die Leitlinien der Kommission, wie gesagt, für die Mitgliedsländer zur Umsetzung von Artikel 17 werden für Februar erwartet. Wir können sicher davon ausgehen, dass die Leitlinien nicht dem französischen Entwurf folgen. Wie genau sie aussehen, ist allerdings völlig offen. Gestern hat die Musikindustrie eine neue Parole ausgegeben, nämlich Artikel 17 vertagen. Eine wortwörtliche Umsetzung hätte der BVMI akzeptieren können, nicht aber den Entwurf des Bundesjustizministeriums. Und die verweisen dabei unter anderem auf anstehende Entscheidungen, das ist natürlich der Regierungsentwurf und die Leitlinien der Kommission, aber auch zwei Entscheidungen des EuGH, die bevorstehen. Zum einen in dem Verfahren gegen YouTube, da hat der Generalanwalt im Juli seine Schlussanträge gehalten, in denen er die Haftungsbefreiung der E-Commerce-Richtlinie grundsätzlich bekräftigt hat. In dem Verfahren Polen gegen Artikel 17 haben im November die Anhörungen begonnen. Die Entscheidung wird für Ende dieses Jahres erwartet. Und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass gerade Polen gerade für unser aller Grundrechte kämpft. Die Arbeit an der Überarbeitung der E-Commerce-Richtlinie in DSA und DMA hat gerade erst angefangen. Die horizontale Plattformregulierung ist fundamentaler als das Urheberrecht, könnte also die Abweichung, den Dammbruch, der hier im Urheberrecht passiert ist, korrigieren. Wie bei der Urheberrechtsrichtlinie ist damit zu rechnen, dass diese Prozesse bis zur Verabschiedung von DSA und DMA sicherlich auch 4 oder 5 Jahre dauern werden. Aber sowohl der EuGH wie der EU-Gesetzgeber im DSA könnten uns also trotz allem noch von den gesetzlich vorgeschriebenen Upload-Filtern erlösen. Was wollen wir? Die DigiGest tritt ein dafür, dass es keine automatisierte Sperrung von Inhalten gibt, vor allem keine generalisierte Filterinfrastruktur im Internet als eine Schicht, die überall eingezogen wird, wo Menschen Dinge hochladen können, und als Mechanismus, der hier zu einer Abwägung der Rechtsgüter führt, treten wir ein für eine Fortsetzung des bewährten Notice-and-Action-Verfahrens. Also Plattformen sollen erst aktiv werden in dem Augenblick, wo sie auf etwas hingewiesen werden. Wie geht es weiter? Das ist gerade ziemlich unklar, da wir nicht wissen, womit wir es zu tun haben. Der nächste Schritt wäre der Regierungsentwurf. Dann sehen wir, wie sich das, was ich euch gerade vorgestellt habe, in der letzten Phase weiterentwickelt hat, was da vor allen Dingen von den Unionsparteien noch hinein verhandelt worden ist. Und der nächste große Schritt ist dann natürlich, dass dieser Gesetzentwurf in den Bundestag geht. Dann werden die Aktionen wieder starten. Wir sind bereit, das Bündnis, was damals auch die großen Demonstrationen, anderen Aktionen Parlamentarier anzuschreiben, organisiert hat, hat sich wieder zusammengefunden, und das ist auch hier wieder eine naheliegende Aktionsform, dass wir dann die Bundestagsabgeordneten anschreiben und sie darüber informieren, dass sie doch bitte schön bei der Umsetzung der EU-Richtlinie auf Upload-Filter verzichten sollen. Wie das weitergehen wird, wie gesagt, kann ich im Augenblick noch nicht sagen, aber wir werden euch natürlich informieren. Bitte schaut immer mal wieder auf den Kanälen der DigiGES und der anderen Organisationen, die hier im Bündnis genannt sind, und schaut, was es da an Neuigkeiten gibt. Ich glaube, das war jetzt mein dritter Vortrag über Upload-Filter, und ich fürchte, es wird nicht der letzte sein. Ja. Danke, Volker, auf jeden Fall für den dritten Vortrag. Die Frage hattest du jetzt irgendwie schon beantwortet, ich frage sie mal trotzdem, und zwar zum finnischen Entwurf. Findest du, dass der finnische Entwurf eine Vorbildfunktion für uns hat, und glaubst du, dass es realistisch ist, dass wir noch weiter
in diese Richtung rücken, weil ich meine, jetzt ist ja schon super viel passiert. Wir hatten Demos, es gab Stakeholder-Dialogs, Leute droppen Wörter wie Lizenz zum Raubüberfall. Also, wie kann das denn jetzt weitergehen? Was glaubst du, ist da realistisch? Gut, also das Getrommel gehört natürlich zum Geschäft und die rechte Industrie, Leute wie Döpfner, Oettinger, wissen wir, die nehmen auch gerne mal richtig große Dinger in die Hand. Ich glaube, da muss man sich nicht von einschüchtern lassen. Andererseits bietet es natürlich auch eine wunderbare Vorlage, diese Rhetorik auseinanderzunehmen. Und ja, Raubkopierer wissen wir noch aus Zeiten von Napster. Jetzt haben wir die Lizenz zum Raubüberfall. Also da tut sich auch in der Wortwahl der Gegenseite nicht so viel. Wichtiger ist aber natürlich in der Sache, und das ist eine wichtige und richtige Frage. Es geht natürlich nicht nur darum, dass wir in Deutschland eine möglichst gute Umsetzung kriegen, sondern dass wir auch auf die Umsetzung in ganz Europa einwirken. Und hier sah es anfangs tatsächlich so aus, als ob es nur das schreckliche französische und holländische Modell gäbe und sich andere dann auch daran orientieren würden. Mit dem finnischen Modell haben wir auf jeden Fall einen starken Gegenpol in der Debatte. Und ich bin sicher, in der EU-Kommission wird das sehr genau beobachtet und auch überlegt, ob das Teil der Richtlinien, der Instruktionen gewissermaßen sein können, die die Kommission dann an die Mitgliedsländer gibt. Ja, einschätzen kann ich es nicht, aber der deutsche Entwurf, von dem weiß ich, dass er in Brüssel sehr intensiv studiert worden ist und auch mit großer Anerkennung. Insofern bin ich relativ sicher, dass sich davon Elemente in den Leitlinien der Kommission wiederfinden werden. Eine ganz andere Frage ist, wie die Mitgliedsländer dann mit diesen Leitlinien umgehen, denn die sind nicht verbindend. Das heißt, Mitgliedsländer können auch sagen, ja, die Kommission sagt uns, wir sollen das so machen, aber wir machen das anders. Und das geht dann im Prinzip auch. Auch die Verzögerung ist natürlich möglich. Das heißt ja nicht, dass im Juli dann, wenn die Umsetzung verspätet erfolgt, sofort irgendwelche Strafen den Ländern auferlegt werden. Also das wird sicherlich auch noch weitergehen. Was allerdings dann in dieser Zeit der Verzögerung passiert, müssen wir sehen. Dafür sind ganz entscheidend, ganz wichtig die Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Noch eine kurze Frage. Wie lange kann sich sowas denn verzögern? Wundere ich mich gerade. Also sorry, da muss ich gerade passen. Also es gibt natürlich Verfahrensregeln, die sagen, wie schnell, also zunächst mal steht in der DSM-Richtlinie drin, dass sie zum 16. Juni 2021 in Kraft tritt, und die kann nur in Kraft treten, wenn sie in den Mitgliedsländern umgesetzt ist. Insofern ist das erstmal ein harter Termin, und ja, im Prinzip ist es möglich, Ländern Strafen aufzubürden, wenn sie europäisches Recht nicht fristgerecht umsetzen. Das passiert auch immer mal wieder, das ist auch Teil des politischen Geschäfts. Ich glaube, das wird nicht wirklich eine entscheidende Rolle spielen. Ich glaube, das wird sich im politischen Feld entscheiden, und das hängt wiederum ja von den Kräfteverhältnissen zwischen den Unionsparteien und der SPD im Augenblick ab. Und dann, wenn es sich über die Bundestagswahlen hinaus verzögert, natürlich auf die im Augenblick völlig offene Frage, wie die Bundesregierung danach aussehen wird. Tatsache. Danke. Dankeschön, Volker, für den dritten und noch lange nicht letzten Vortrag über Uploadfilter. Wir schalten dann um. Genau, an dieser Stelle würde ich natürlich noch gerne mal unsere kleine Broschüre zu den Upload-Filtern ins Spiel bringen. Die kann man auf unserer Website im PDF-Format. Da waren noch ein paar Bilder von der Broschüre drin in Volkers Vortrag. Ah. Und so
sieht das Kunstwerk aus. Haben wir auf jeden Fall viel Arbeit reingesteckt und würde uns freuen, wenn ihr das da nochmal anguckt.